Hallo und herzlich willkommen, Leute. Könnt ihr mich überhaupt noch erkennen? Wisst ihr überhaupt noch, wer ich bin? Ich habe lange kein Video mehr gemacht. Aber ich sag's euch, ich hatte gestern so einen schlechten Tag. Es lief einfach gar nichts. Unter anderem habe ich mich hier in meinem Sprinter, aus meinem Sprinter ausgeschlossen, weil ich den Schlüssel hier drin liegen lassen habe und diese Karre einfach manchmal die Türen abschließt. Das ist so ein bekanntes Sprinterproblem. Und ich hatte natürlich alle Fenster zu, alles, und dann lag der Schlüssel hier auf dem Sitz und ich stand draußen und musste eigentlich los, weil mein Termin schon gewartet hat. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich hatte gestern so einen Stress und dann dachte ich mir, komm, morgen machst du mal wieder ein YouTube-Video. Morgen machen wir mal wieder was. Komm, dann zeige ich euch mal wieder was. Und wisst ihr, was heute ist? Heute ist morgen. Und heute heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich habe heute wieder was richtig Cooles erlebt. Also nochmal an die Leute, die mich nicht kennen, weil jetzt länger nichts mehr kam. Mein Name ist Patrick. Ich handle so ein bisschen mit Autos und baue nebenher mein Haus um. Und wollte dazu eigentlich viel mehr Videos machen, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht raffe ich mich jetzt auf und dann kommt wieder was. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ja, mein neues Auto, beziehungsweise so neu ist er gar nicht, das ist mein Sprinter, der hat meinen Nissan Navara jetzt ersetzt. Und ich muss schon sagen, es ist einfach kein Vergleich. So ein Pickup ist einfach sehr unpraktisch. Pickup ist cool, so irgendwie witzig, aber es ist sehr unpraktisch. Kein Vergleich zu so einem geschlossenen Sprinter, ist einfach viel praktischer. Und jetzt gerade habe ich was gekauft. Und zwar zeige ich euch mal, was ich hier auf dem Hänger habe. Den habe ich jetzt gerade abgeholt und wie ihr seht, der läuft. Den habe ich laufen lassen, weil das Auto einfach so lange stand und ich den nicht direkt wieder ausmachen wollte. Und jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, der Patrick, das ist einfach ein Perlentaucher. Der sucht sich einfach gerne besondere Autos aus und taucht nach den Perlen. Und so eine Perle habe ich hier jetzt ertaucht. Und zwar ist das hier ein Panamera 4 von 2014. Und der mag jetzt mal so ein bisschen unscheinbar wirken. Allerdings haben wir hier bei diesem Auto eine PTS-Farbe. Das heißt, das Auto wurde sehr besonders konfiguriert mit einer Farbe nach Wahl. Und damals hat die Farbe auch schon über 10.000 Euro gekostet. Allein damit man hier ein hellblaues Auto hat. Die meisten Panameras sind ja schwarz und der hier ist blau. Das gab es so nicht. Es ist eine Individualfarbe und ein ziemlich besonderes Auto. Und ich freue mich echt über ihn, weil ich finde ihn echt schön. Ich habe den jetzt heute das erste Mal außerhalb von der Garage gesehen. Als ich den das erste Mal angeschaut habe, war der in der Garage drin. Da sah der jetzt nicht so schön aus. Wir haben heute schlechtes Wetter. Deswegen denke ich mal, in der Sonne sieht der nochmal um einiges schöner aus. Also der Panamera ist, wie gesagt, von 2014 und man sieht hier klar, die Felge ist ein bisschen angeschrammt. Der wurde von einer ganz, ganz lieben älteren Frau gefahren und von der habe ich eben das Auto gekauft. Der Sohn von ihr hat mir das vermittelt und ja, es ist ein schönes Auto, aber jetzt mal das Besondere an dem Ganzen. Und zwar hat dieses Auto, abgesehen von der sehr, sehr schönen Ausstattung, erst 34.900 Kilometer gelaufen. Das ist ja mal wirklich für ein 10 Jahre altes Auto total ungewöhnlich und sehr wenig, ja. Ist schon cool irgendwie. Und ich dachte irgendwie, der hat Sitzlüftung. Hoppla. Jetzt habe ich der Jessie ein bisschen was versprochen, was nicht stimmt. Hi. Ich dachte, der hat Sitzlüftung. Ich habe ihr gestern noch gesagt, ja, und der hat Sitzlüftung. Dann meldet man den an, dann kannst du im Sommer mit dem fahren und so. Egal. Auf jeden Fall hat er Memory-Sitze, er hat Vollleder, also ist alles beledert ringsrum und zum Glück auch in Schwarz, weil in Beige hätte mir das jetzt gar nicht gefallen. Und dann haben wir hier so Spielereien, wie zum Beispiel hier den Heckrollo. Hä, ist das? Hä, wo kommt denn der raus? Ah, okay. Der kommt da raus. Das ist praktisch hier so ein Vorhang, der nach oben fährt. Und dann haben wir hier hinten noch die Rollos an den hinteren Fenstern. Ist auch so ein bisschen was Cooles vor allem. Ja, ich denke mal, ich werde den der Jessie geben und verkauf ihren Cayenne jetzt mal, weil den hat sie jetzt ja schon eine Weile. Und
das ist ganz cool, wenn hinten unsere Kleine drin sitzt und schläft, dann kann man den Vorhang hochmachen, dann ist ein bisschen dunkler. Panoramadach oder wie manche auch sagen. Panamera-Dach. Panamera-Dach ist natürlich auch am Start, gell? Panamera-Dach bei Panamera, normal, aber ist auch sehr Sonderausstattung. Dann haben wir hier die wunderschönen Leisten in Alu gebürstet. Mein persönlicher Favorite, gefällt mir auch noch besser als Carbon, vor allem hier in dieser Kombination mit dem schönen Hellblau und dem gebürsteten Alu sieht das sehr, sehr schick aus. Und ja, der zeigt hier eine Fehlermeldung an. Allerdings ist das hier, scrollen wir mal hier runter. Achso, das zeigt er hier jetzt gar nicht an. Info, Meldungen. So, die Zwischenwartung ist fällig. Das Auto stand jetzt wohl ziemlich lange. Und da müssen wir eine Wartung machen. Allerdings kommt er ja sogar noch in den Garantiebereich rein. Das heißt, ich kann bei diesem Auto nach dem 111-Punkte-Check und der Wartung und allem drum und dran, kann ich hier noch eine Garantie abschließen, wovon ich persönlich ja ein Riesenfan bin, weil ja, da fährt man einfach entspannt. Das kostet zwar ein bisschen Geld, aber ich diese Form von Versicherung finde ich gut und schließe ich bei meinen Autos immer ab. Ich Leute, wenn ihr einen gebrauchten Porsche fahrt, der in diese Garantielaufzeit kommt, also heißt, der ist nicht, hat nicht über 200.000 Kilometer und ist nicht älter als 15 Jahre, dann würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen, schließt doch bitte diese Garantie ab. Also es spricht absolut nichts dagegen. Man muss einen 111-Punkte-Check machen, man muss das Auto mindestens 3 Monate besitzen oder man kauft es natürlich direkt vom Porsche-Zentrum, dann kann man das Auto sofort mit Garantie kaufen. Ich bin übrigens nicht mehr beim Porsche-Zentrum, also ich bin jetzt mittlerweile komplett selbstständig und arbeite nicht mehr bei Porsche, aber trotzdem noch für Porsche. Also ihr könnt über mich trotzdem noch Autos beziehen, neue Autos bestellen, Werkswagen bestellen und so weiter. Aber ich bin nicht mehr im Porsche-Zentrum anzutreffen. Ja, und zu der Garantie. Ich würde euch das wirklich empfehlen. Macht das, wenn ihr so ein Auto kauft. Da fahrt ihr entspannt. Ich hatte zum Beispiel bei meinem orangenen Cayenne, den ihr ja vielleicht noch kennt, den Fall, dass die Batterie kaputt gegangen ist. Und da hat er diese 48 Volt Bordnetzspannung und so Geschichte. Und da hat die Batterie halt mal entspannt. Wo waren wir da? Glaube ich 2.500 Euro. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt bezahlen müssen aus meinem Geldbeutel. Ich habe gar nichts bezahlen müssen, weil das auf die Garantie ging. 2.500 Euro. Bam. Ja. Da steckst du einfach nicht drin. Das kann bei jedem Auto passieren. Und Leute sagen, ey, ich kenne mein Auto so gut. Ich weiß, dass da nichts kaputt geht. Ja, nix weißt du. Das kann immer passieren. Der Cayenne, der hatte, was hatte der? 60.000 Kilometer oder so. Und ist ja 3 Jahre alt gewesen. 3 oder 4 Jahre alt. Und dann geht die Batterie kaputt. 2.500 Euro. Der Spoiler ging kaputt. Cayenne Coupé. Auch irgendwie 3 Mille oder so. Junge, ich hätte allein 5.000, 6.000 Euro investiert, hätte ich die Garantie nicht. Deswegen schließt die Garantie ab, wenn das geht und genießt dann Entspannung. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier bei diesem Auto, das ist ja das alte Lenkrad, ist aber gar nicht so hässlich in Schwarz, finde ich. Ja, ist halt so, ne? Ist halt nicht das neuere Modell. Und dann haben wir hier hinten den Knopf für die Lenkradheizung. Die Lenkradheizung hat er zum Glück auch an Bord. Und dann machen wir wieder aus. Dann hat er auch noch Bose am Start. Also eine solide Ausstattung. Ja, solide Ausstattung. Nicht extrem. Also ihr könnt natürlich auch Burmester haben. Der könnte ja auch einen Alcantara-Dachhimmel haben, was er nicht hat. Dings hat er hier, Homelink. Das ist ja, ja nice to have. Und eine Kamera hat er auch. Die Kamera ist zwar nicht so krass hochauflösend. Warte mal. Wie mache ich die? Ja, muss ich rückwärts gleich reinmachen. Hallo? Hallo? Keine Kamera? Hä? Jetzt blöd oder was? Es geht jetzt die Kamera nicht an. Bin ein bisschen überfragt. Rückwärtsgang? Scheibenwischer geht an? Ja, lieber Kunde, doch, hat er, die ist, oh Mann, bitte, hat er eine Kamera? Ja, der hat eine Kamera. Also die geht nur jetzt gerade irgendwie nicht an. Müssen wir mal gucken, woran es liegt. Jetzt fahre ich erstmal dieses wunderschöne Kfz nach Hause und dann schauen wir weiter. Übrigens, ich lasse jetzt immer die Scheibe offen. Wenn ich aus dem Auto aussteige hier, lasse ich immer die Scheibe offen. Mal schauen, wie lange ich das durchziehe. Also, Kamera funktioniert. Keine Ahnung, warum die gerade eben nicht angesprungen ist. Die funktioniert.
wunderbar. Und ja, jetzt habe ich das Auto abgeladen und jetzt geht's weiter. Panamera ist versorgt und Anhänger ist getauscht. Mal gucken, wie es hier mittlerweile aussieht. Also wir haben jetzt gerade hier alle Fenster ja bodentief gemacht. Hier haben wir unsere Küche schon so weit eingeplant. Das wird ein richtig krasses Highlight, die Küche. Dann haben wir hier die bodentiefen Fenster mit der wunderschönen Aussicht. Hier alles groß gemacht. Das wird richtig toll. Die Fenster sollten so in 2 Wochen schon da sein. Also hat sich hier einiges getan, einiges verändert. Im Bad auch. Hier und haben wir auch ein bisschen was geändert hier mit der Wand. Und unten hat sich ganz viel getan, weil unten waren wir ja noch gar nie drin. Unten ist ja die Einliegerwohnung gewesen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir das alles integriert. Und ja, ich stehe jetzt hier auch schon wieder bereit mit dem Sprinter. Der muss heute richtig arbeiten und einem vollen Bauschuttanhänger. Das fahre ich jetzt alles weg. Und dann geht's weiter. Richtig cool. Ich zeige euch mal kurz noch einen Sneak Peek unten. Ist auch richtig cool geworden. Jetzt mit den bodentiefen Fenstern und so. Also hier geht es dann praktisch durch. Das wird auch noch ein bisschen größer gemacht, hier der Durchgang. Und dann kommt hier nochmal eine Küche hin. So eine kleine Sommerküche oder so, wie man das nennt. Hier habe ich schon angefangen, beziehungsweise Luffy hat angefangen, Estrich rauszumachen. Dann muss ich noch weitermachen. Und das wird hier ein Schlafzimmer und das wird hier auch ein Schlafzimmer. Und hier ist eben auch alles bodentief, alles hell. Hier kommt noch ein großes Bad rein. Das ist relativ groß hier, der Raum. Und hier kommt eine Dusche rein. Das ist extrem, also die Deckenhöhen sind hier echt extrem. Und ja, das wird, glaube ich, richtig cool. Und Ankleideraum kommt dann hier rein. Das war eigentlich der Eingang. Da habe ich auch die Wand hier platt gemacht. Hier war Toilette und Flur. Das wird jetzt hier der Ankleideraum. Fenster wird hier noch zugemacht. Hier kommt auch ein bodentiefes Fenster rein. Und ja, dann wird das, glaube ich, richtig, richtig toll. Ich zeige euch mal kurz das Haus nochmal von außen. Das sieht jetzt momentan so aus. Richtig heftig. Also wie so eine Bruchbude. Alle Fenster, alles raus. Ist schon extrem, aber ja, ich glaube, langsam kann man sich da ein bisschen was drunter vorstellen. Hier das Tor, was ja ursprünglich das Tor war, haben wir so zugemacht. Und das wird dann eben auch ganz normal so eine Terrassentür werden. Der Weg hier unten wird noch ein bisschen breiter und so. Ein paar Kleinigkeiten halt, gell? Ja, jetzt bringen wir mal das Zeug hier weg. Okay, für heute alles erledigt. Ich habe jetzt Schutt weggebracht und Anhänger und ich habe sogar noch kurz das Stützrad getauscht. Und ja, das Highlight habe ich euch jetzt noch gar nicht erzählt von dem heutigen Tag. Und zwar habe ich von der lieben Verkäuferin von dem Panamera also ich habe mit der ein bisschen geredet und so. Und dann ja, ging es halt um Kinder und bla. Und dann hat sie mir für meine Tochter hier diesen originalen Elektro 356er geschenkt. Und zwar ist es, ich finde es so süß, es ist echt so ein cooles Auto und es ist sogar original Porsche, also den gab es irgendwie mal vor 15 Jahren oder so, gab es den zu kaufen, der ist ja auch entsprechend verstaubt, der stand da neben dem Panamera, ist ein originaler Porsche mit Wappnummer und der ist elektrisch angetrieben. So sieht der aus und der hat auch ein Gaspedal. Also da kann man sich reinsetzen, hat hier ein Porsche-Lenkrad, hat die Tachos und auch sogar ein Schlüsselloch auf der linken Seite und kann hier eben Vorwärtsgang und Gas und dann fährt der. Moment. Geil, oder? Rückwärtsgang. Also das ist doch mal ein Highlight, oder? Wenn man so ein Auto geschenkt bekommt, das macht echt den Job irgendwie aus als Autodealer. Da kommt man an solche coolen Sachen. Ich find's mega. Wie findet ihr mein zweites Auto, das ich heute gekauft habe? Also ich durfte als Kind nie so ein Auto haben, weil ich habe immer gesagt so, hey Mama, die anderen Kinder haben solche Elektroautos. Und meine Mutter hat immer gesagt, die Kinder, die solche Autos fahren, die sind fett, weil die nicht treten. Also fahr mit deinem Fahrrad und
seid zufrieden. Die Kinder, die sowas fahren, die werden dick sein. Und siehe da, ich bin nicht dick geworden, hat sie recht gehabt. Aber ich hoffe mal, dass wenn meine Tochter da ab und zu mit dem fährt, dass sie auch nicht dick wird. Denk nicht, kriegen wir hin. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, lasst mir mal eure Meinung da. Welches Auto ist jetzt cooler? Der 356er oder der Panamera? Peace.